Hallo wieder zu Just Cause 3 und wir starten direkt mit der Mission. Jahrelange Arbeit. Unsere Unfähigkeit, Malnea zu beschützen, war leicht absehbar. Die Rückeroberung wäre kein Problem, aber... Der Verlust von Vis Electra ist ein Versagen, das auf keinen Fall ungesühnt bleiben darf. Oder? Rico Rodriguez ist also zurückgekehrt, geboren in demselben Feuer, aus dem heraus sich meine Macht entwickelt hat. Schon bald wird die Welt das ganze Ausmaß meiner Macht erkennen. Durch Rodriguez erhalte ich die Gelegenheit, sie zu demonstrieren. Vielleicht sollte ich ihn motivieren. Die wunderschöne Stadt Costa del Porto brennt sie nieder. Und wenn er kommt, um dieses unwichtige Städtchen zu beschützen, tötet seinen Freund. Jede seiner Aktionen wird eine schreckliche Reaktion von uns nach sich ziehen. Und dann wird die empfindliche Flamme der Revolution erlöschen, so wie sie es immer in der Geschichte getan hat. Benutzt die Panzer. So, wollen wir mal das verhindern. Der Part ist noch einfach gleich. Sie! Sie waren das. Sie schießen drauf los und spielen Krieg. Sie brennen unsere Häuser nieder. Hör nicht darauf, was er sagt. Wir müssen das tun. Ich hatte keine Wahl. Aber ich werd's nicht vergessen. Die Panzer gehören mir. Du gehst in die Stadt, Mario. Du kriegst sie auf einem Silbertablett. Rico, zerstört die Panzer. Ich mach mich auf den Weg in die Stadt. Dafür wird die Ravella bezahlen. Mist. Ich bin tot. Mist. Ah. Ich dachte, da ich hätte schon gedrückt. Entschuldigung. Zerstört die Panzer. Ich mache mich auf den Weg in die Stadt. So.
Dafür wird die Ravella bezahlen. Mist, nochmal gesagt. Und ich hab gesagt, dieser Teil ist einfach. Naja. Rico zerstört die Panzer. Ich mach mich auf den Weg in die Stadt. Dafür wird die Ravella bezahlen. Ich werde nicht den ersten nehmen, sondern den hier. Oh, komm. Ah, komm. Panzer zum Spiel. Wartet vor Cirilla. Kommt sonst noch mehr? Schafft
Mario hier weg. Ich gebe euch Deckung. Zielperson flieht. Nehme Verfolgung auf. Scheiße! Verstärkung! Geht das! Los, los, los! Nein! Mist! Das war zu langsam. Na gut. Das Bergungsteam wartet von Cirilla. Kommt sonst noch wer? Schafft Mario hier weg! Ich gebe euch Deckung! Zielperson fliegt! Nehme Verfolgung auf! Scheiße! Verstärkung! Geht das! Los, los, los! Bilder und Stimmen zeugen von unserer Tugend und der Stärke des Lebens. So. Das war so nicht geplant. Okay, das habe ich nicht gewusst, dass der Truck explodiert. Okay.
Dann eben nochmal. Das Bergungsteam wartet vor Cirilla. Kommt sonst noch wer? Schafft Mario hier weg. Ich gebe euch Deckung. Vier Personen ziehen. Nehme Verfolgung auf. Scheiße! Verstärkung! Geht das! Los, los, los! Mist. Ah. Der Teil ist schwierig. Da habe ich ein paar Anläufe gebraucht, um das zu knacken. Den Helikopter muss ich aber nicht zu hoch steigen, dass ich den Truck abknallen kann. Genau. Dann geht die Brücke im Arsch. Dann ist das alles einfach. Und ich höre nichts mehr. Mann, die Ravello hat es echt auf uns abgesehen, amigo. All die Menschen in Costa del Porto. Dafür wird die Ravello bezahlen, Rico.
shit. Das ist ja wieder toll gelaufen. Mann. Einfach ist das Level nicht. Mann, die Ravello hat es echt auf und ab gesehen, Amico. All die Menschen in Costa del Porto. Dafür wird die Ravello bezahlen, Rico. Da kommen sie wieder. Wir sind gleich da. Halt sie uns vom Leib. Großartig, Rico! Halt uns diese Bastardos mit dem Helikopter vom Hals! Sie sind überall! Mann, wie bekomme ich das denn hin? Wieder verkackt.
Ich muss sofort den Heli bekommen und dann... Mann. Ravello hat es echt auf uns abgesehen, Amico. All die Menschen in Costa del Porto. Dafür wird die Ravello bezahlen, Rico. Da kommen sie wieder. Wir sind gleich da. Halt sie uns vom Leib. Wir kümmern uns um die Kanonen. Du übernimmst die Straße. Rico, wir stecken fest. Kannst du uns helfen? War mir da zu schnell dann weg. Ah, ist das frustrierend. Letzter Versuch. Ja, dann lasse ich es sein für heute und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!